Florian Silbereisen, Sensation nach der Trennung von Helene. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft. Nach dem Trennungsshop zu Weihnachten startet Florian Silbereisen, 37, bärenstark in das neue Jahr. Der Schlagerstar ergatterte einen ganz besonderen Fernsehjob und schreibt damit sogar Geschichte. Kann er zukünftig also auch die gescheiterte Liebe zu Helene Fischer, 34, hinter sich lassen? Fernsehsensation des Jahres, Florian Silbereisen ergattert Mega-Deal. Gegenüber der Bild habe Florian Silbereisen bestätigt, dass er der neue Kapitän der Sendung Traumschiff werde. Die Fernsehreihe begleitet seit 1981 das Leben der Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs, das in jedem Film zu einem anderen Urlaubsziel unterwegs ist. Und jetzt soll niemand Geringeres als Schlagersänger Florian eine der wichtigsten Rollen ergattert haben. Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das Traumschiff hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft. So der Ex-Freund von Helene Fischer. Schlagerstar war absoluter Wunschkandidat. Damit nicht genug, denn der 37-Jährige wird damit der jüngste ZDF-Captain aller Zeiten. Und tritt ab April in die Fußstapfen von Kapitän Viktor Börger, der von Sascha hingespielt wurde. Der 64-jährige Münchner gab bereits im Mai 2018 seinen Rücktritt bekannt. Man war also lange auf der Suche nach einem passenden Nachfolger, wie die Bunte berichtet. Der beliebte Volksmusikstar habe dabei als absoluter Wunschkandidat gegolten. Traumschiff Vergangenheit des Ex-Paars, Helene Fischer als Reiseleiterin. Florian stand bereits 2017 in der Rolle eines Offiziers für Dienstfreie vor der Kamera. Weihnachten 2019 feiert Silbereisen Premiere als Kapitän Max Prager. Bis die Fans des Fernsehmoderators ihn in Uniform bewundern können. Wird es allerdings noch etwas dauern, im Fernsehen ist Florian erst im Dezember als Schiffsführer zu sehen. An Weihnachten und an Neujahr 20.201.920 wird er als Kapitän Max Prager die Karibik und Kolumbien ansteuern. Die Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen beginnen im Februar 2019. Florian Silbereisen wird als fünfter Kapitän das Traumschiff steuern.
Er folgt auf Sascha Hin 2014 bis 2019, Siegfried Rauch 1999 bis 2013, Heinz Weiß 1983 bis 1999 und Günter König 1981 bis 1982.